Was geht so, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush für die Vegetinen zurück bei Let's Play Sonic Frontiers für Steam. Wird nun Zeit, dass wir das nächste Hauptgespräch mit Amy bestreiten. Und dürfen wir gespannt sein, was für eine Nebenquest uns diesmal erwarten wird. Schon wieder! Füge dich. Dein leichtsinniges Handeln gefährdet die Welt. Hey, erklär mal, was an meine Freunde retten schlecht sein soll. Du bist ein unerwünschter Gegner. Ich werde keine Daten mit dir teilen. Das ist dein Problem. Sonic würde nie jemanden gefährden. Er will sogar diesem Coco helfen, seine große Liebe wiederzufinden. Liebe. Ein viel zu vager und mannigfaltiger emotionaler Status. Oh, euch beiden Ignoranten ist nicht zu helfen. Wer, was war das Mädchen? Aus einer Nervensäge? Keine Ahnung. Okay, es ist nur ein normales Gespräch gewesen und ja, dürfen gespannt sein, welche Rolle Sage denn noch hier spielen wird. So, wo ist denn das nächste Hauptgespräch? Gibt es denn noch so Nebengespräche? Ich kann bislang nichts erkennen. Nee, ich glaube, das ist alles gewesen. Na gut, dann gehen wir mal hier hin. Wo ist denn... Ah, da ist es. Oh, der ist auch wieder da. Okay. Tja, der wurde auch gerespawnt. Na schön. Ich bin jetzt mir ein bisschen zu nahe dran. Dafür, dass ich hier mit Amy nochmal reden soll. Aber... Gut, der Bella sieht uns jetzt nicht. Dann mal weiter. Stimmt was nicht? Es sagt, seine Liebe war auf der anderen Seite des Feldes. Aber das ist das Feld. Nach Landwirtschaft sieht es aber nicht gerade aus. Vielleicht solltest du deine neue Technik anwenden und den Wildwuchs hier beseitigen. Okay, ah, jetzt kommt ein weiteres Minispielchen. Es grünt und sprießt. Entferne Unkraut mit Cyberloops und reiche 7000 Punkte, ehe die Zeit abläuft. Vorsicht vor den Bienen. Bringe Samen mit schnellen Cyberloops zum Blühen und locke die Bienen damit weg. Oh, okay. Dann mal los. Könnte auch. Oh, ja. Das hat jede Menge Punkte gebracht hier. Oh, shit. So. Muss die Bienen irgendwie weglocken. Wow. Ah, hey, hey. Gib mal Ruhe hier. Also das Symbol klappt auch. Das lockt doch die Bienen auch weg, ne? Holy shit, aufpassen. Na komm! Den Kreis auch nicht vervollständigt. So, ja, ich weiß, ich muss mich beeilen. Come on! Es fehlt nicht mehr viel. Ah, die ziehen wirklich krass.
Aber das passt schon. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein, komm! Geschafft. Oh Mann. Puh. Das war noch knapp gewesen. Aber wow, ich bin auch. Ich konnte auch vermeiden, von den Bienen getroffen zu werden. Geil. Also, das alles hier war Malakka-Land, ja? Ja, es war wohl sehr fruchtbares Land. Aber jetzt? Ich meine, viel Gras gibt's ja. Ja, aber Gebiete, die von Dr. Eggman zerstört wurden, sahen später auch so aus. Das Land war kaputt und hat kaum begonnen, sich zu erholen. Wir müssen dafür sorgen, dass es sich voll erholen kann. Ja. Bleib an dem Igel dran. Halte mich auf dem Laufenden. Ja, Doktor. Und finde einen Weg, mich hier rauszuholen. Ich prüfe alle sicheren Optionen. Mach weiter so, Sage. Danke, Doktor. Also sie arbeitet für Eggman, war ja klar. Okay. Also, Moment, kann ich jetzt eigentlich diese... Kann ich das jetzt eigentlich hier bestreiten? Oder ist es immer noch... Scheint immer noch gesperrt zu sein. Weil das einzige Ziel ist jetzt nur noch den vorletzten Chaos Emerald zu holen. Aber ich will es mal versuchen hier. Was zum... Wow, wow, wow. Gut. Jetzt habe ich hier erst immer noch schnell ein paar Kokos ein. Auch gut. So, aber jetzt lass mich da bitte hin. Und überprüfen. Du bist nicht bereit. Kehre wieder, wenn deine Zeit gekommen ist. Hä? Aber ich hab doch... Was muss ich denn noch machen? Du bist... Schätze mal, ich muss den letzten vorletzten Chaos Emerald vorher holen. Na denn, gehen wir mal schnell hin. So. Hab genug Motorschlüssel und gib her. Ich erweitere den Radius meiner Kontrolle, kann aber bis jetzt nur wenige Relikte der Ahnen steuern. Löblich. Aber erstmal möchte ich aus dieser digitalen Dimension raus. Ich habe 1.700.050 Simulationen durchgeführt. Keine zeigte einen sicheren Weg aus dem Cyberspace. Inakzeptabel. Such weiter. Das hat oberste Priorität. Aber deine Sicherheit ist oberste Priorität. Oh. Jetzt können wir mit Amy weiterreden. Seine Sicherheit hat oberste Priorität für sie? Interessant. Wo muss ich denn da hin? Oh, ey, fallen wir nicht runter da! Ja. What the fuck? Ist Amy eigentlich da drüben? Ja, da ist sie. Ja, das bleibt mir nach wie vor verwehrt. Ich hab die Chaos Emeralds. Ich glaube, wenn ich mit Amy hier noch ein letztes Mal rede, dann müsste ich doch hoffentlich jetzt auch mal anfangen können, das Rätsel zu lösen. Schon aufpassen. Den lassen wir mal.
sein, weil ich habe genug Fertigkeitenpunkte gesammelt. Ah! Shit! Aber hier der Turm, der wird nicht respawned, also der bleibt tot. Das Rad soll mich in Ruhe lassen, bitte. Okay, es lasst mich in Ruhe. Na schön. Amy, was geht? Den Rest jetzt ihm überlassen. Wir müssen weiter dranbleiben. Tails ist immer noch verschwunden. Und wir machen Umwege und schlagen uns mit Kindern rum. Sollen wir etwa jemanden, der Hilfe braucht, einfach im Stich lassen? Nein, aber ich mache mir Sorgen um dich. In dieser Halbdimension bist du keine Hilfe. Na gut. Dann beeil dich und rette mich, damit wir Tails finden können. Klingt alles sehr einfach. Naja, ob es wirklich so einfach wird, werden wir sehen. So, noch ein Gespräch mit Amy oder was? Tatsächlich. Alter, so viele Gespräche immer noch. Ich habe nicht erwartet, dass da so viele Gespräche vorkommen würden. Okay. So, da drüben. Einfach nur da drüben. What the? Ey, gebt ihr bloß Ruhe. Gebt bloß Ruhe. Ich habe keine Zeit für euch. Ich heb mir das bis zur nächsten Insel auf. So. Mal sehen, ob ich das überspringen kann, ohne die Cutscene zu überspringen. Sie haben sich gefunden, kurz vor dem Ende. Jetzt sind sie zusammen. Nimm dir kurz Zeit. Ich gehe schon mal weiter. Warte mal, waren das, wie die Kokos vorher ausgesehen haben? Die sahen ja aus wie Chaos. Was war das? Wird das Spiel etwa den Ursprung von Chaos hier? den Ursprung von Chaos selbst, wie soll ich sagen, Moment. So ein Gespräch mit Amy? Hell? Aber, was ich sagen wollte, wird es... Wird sich dieses Spiel auf den Ursprung von Chaos fokussieren? Ich meine, die sehen ja so aus wie Chaos. Aber das sind keine Chaos, weil Chaos ist der Gott der Chaos. Was zur Hölle geht hier ab? OMG. OMG, also... Das wird eine interessante Lore.
Ich meine, wenn schon so viele Easter Eggs jetzt schon aufgegriffen werden, allein durch diese Eggman-Notizen. Was kommt als nächstes noch dazu? Alter, also... Ich war schon seit langem nicht für eine Story von Sonic begeistert wie bei dieser hier. Und wenn sowas vorkommt, das zeigt wiederum, dass Ian Flynn wirklich sich Mühe gibt hier. Anders als die beiden anderen Autoren, die wir seit Sonic Colors bis hin zu Team Sonic Racing hatten. Ach, ganz ehrlich. Was hat sich sicher dabei gedacht, die einzustellen? Naja. Wir wissen auch noch nicht mal, ob Ian Flynn überhaupt auch bei der Sonic-Reihe bleibt, also bei den Spielen. Also bei den ganzen Games, weil er ist ja einer der Hauptautoren der IDW-Comics und... Das wäre ein bisschen zu viel. Ich glaube, es ist das Beste, wenn man bis dahin hoffentlich jetzt einen ähnlich kompetenten Autorenfilm finden kann, als Ersatz finden kann, weil ich glaube nicht, dass man ihn da jetzt damit so, egal wie viel man ihn bezahlt, auch, dass man ihn da jetzt noch zusätzlich damit auch noch wie soll ich sagen, dass man ihn zusätzlich auch noch aufbrummen wird. Weil so gut wie ein Autor auch ist und ich respektiere seine Werke, wenn man zu viel arbeitet, wenn man zu viel auf einmal arbeitet, dann geht das auch auf die Leistung. Und dementsprechend also hoffe ich mir wirklich, dass jemand ähnlich kompetentes wie Ian Flynn dieses Mal gefunden wird, der nicht bloß ein Sonic-Fan ist, sondern auch wirklich gut mit den Charakteren darstellen kann und auch das Worldbuilding, alles gut kennt, also die Welt von Sonic sehr gut kennt und daraus wirklich auch das wirklich gut weiterentwickeln kann. Na gut. Amy, was steht dieses Mal an? Hey, denkst du immer noch an die Coco? Ja, und an mehr. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber ich habe eine Liebe gesehen, die Zeit überdauerte. Ich glaube an diese Kraft. Wenn das hier vorbei ist, will ich diese Liebe mit der Welt teilen. Selbst wenn uns das trennen würde. Du wirst das wunderbar machen. Und erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Oh, jetzt aber. Na also, jetzt kann man das ja nicht bestreiten. Was ist, Amy? Schau, war die Region vorhin nicht gesperrt? Ich glaube, du kannst jetzt interagieren. Ich glaube, manche davon kannst du drehen. Vielleicht ist es wie bei den anderen Rätseln und sie zeigen mir den Weg zum Titanen. Ein Versuch ist es wert. Mal sehen, welche Richtung stimmt. Sieht aus wie ein Muster auf dem Boden. Bis ins Grab? Unter den Grabsteinen scheint es Schwarze zu geben, die sich drehen lassen. Dreh diese Steine in die richtige Richtung und das Muster, der Boden gibt einen Hinweis. Also, das hier, ne? Vermute mal, darauf geht es hinaus. Wir müssen also das Muster hier nachbilden. Und das sind Grabsteine? Okay, das sind aber ziemlich krasse Grabsteine. Na schön, wo soll ich damit anfangen, damit zu interagieren? Mal sehen, Da muss ich anfangen. So, ich muss natürlich jetzt dafür sorgen, dass ich dem Muster hier... Oh, okay, mit X drücken und dann den Analogstick, um das rumzudrehen. Oh, aber das wird alles mitgedreht. Muss dafür sorgen, dass ich das irgendwie
miteinander verbinden kann. Oh, das dürfte heftig werden. Ich muss da die richtige Reihenfolge finden. Ah, das stimmt schon mal. Das stimmt schon mal, ne? Ja, okay. Jetzt gilt es als nächstes. Damit sind. Achso, das dreht das auch noch mit. Hier ist die nächste Möglichkeit. Gut. Also, wenn ich das jetzt richtig drehe, dann müsste ich das eigentlich schon so gut wie gelöst haben. Fast. Das hier muss ich noch, da muss noch eine Verbindung bestehen hier. Ich glaube, das muss ich andersrum drehen. Nee. Flix, weil das wäre schon richtig. Aber ich muss auch... Aber ich muss die auch dann nochmal verschieben, um das hier richtig zu drehen. Ich muss die richtige Reihenfolge hier finden. Das dürfte schwer werden. Ja, wirklich, weil das klippt, stimmt schon auch schon halbwegs. Aber hier, das muss noch miteinander verbunden sein. Wie stehe ich das am besten an? Um die richtige Verbindung herzustellen. Ja, das wäre schon das richtige Ende. Schau. Und jetzt, nee. Dann dürfte das eigentlich... Nee, das muss er auch noch irgendwie. Ah. Fast. Komm jetzt. Das muss auch noch mit, Nee, das ist... Das andere als richtig. Dann muss das hier so. Muss das hier so weitergehen? Ja. Moment. Ich glaube, wir kommen da langsam an ein Ergebnis. Das passt. Ah, schau an. Aber ich müsste das alleine schon so hin verschieben. Ja. Es folgt dem Muster, aber... Nee. Oh, Moment mal. Ah, fast. Immer noch nicht ganz. Ich muss es auch noch hier. Ich muss noch diese Stelle hier füllen. Immer noch nicht richtig. Da fehlt noch was. Ist immer noch keine vollständige Verbindung. Da fehlt doch noch was. Wie kann ich denn... Das ist schon ein hartes Rätsel dieses Mal. Aber ja, dafür ist eine Herausforderung. Angesagt. Das muss hier durchstrahlen. Bedeutet... Ist dann auch schon ein Strahl. Na komm jetzt. Ich muss das hier nach unten strahlen lassen. Nur dann. Fast. Immer noch nicht ganz. So, und dann nach unten, glaube ich. Ja. Ach, verdammt. Nee. Hierhin.
Oh, jetzt! Vielleicht. Jetzt muss nach unten hier. Yes! Geschafft! Wenn ich den letzten Chaos Emerald nicht finde. Ich habe überall gesucht. Ich weiß nicht weiter. Wo ist er da? Vielleicht finde ich ihn unterwegs. Okay. Naja. Dazu müssen wir erstmal aus dem Wasserfall hochsteigen. Aber das machen wir dann ab dem nächsten Part. Puh. Also es gibt dann immer ein heftiges finales Rätsel, weil die ganzen anderen Rätsel, die waren vorher noch sehr, will sagen, unspektakulär. Ja, mau. Aber jetzt, das war schon heftiger. Da bin ich gespannt, wie das dann am Ende sein wird. Also dann bei den nächsten Inseln sein wird, weil da gibt es ja noch 4 weitere Inseln und dann 4 weitere solche Rätsel. Holy shit, das kann noch was werden. Aber wie gesagt, das geht dann erst ab dem nächsten Part weiter und ab dem nächsten Part beschreiten wir dann auch den großen Kampf gegen die Titanen. Ich glaube auch den 7. Chaos Emerald bekommen wir da bestimmt bei dieser bei dieser Vorrichtung da oben. Wir dürfen gespannt sein und ich hoffe ihr auch. Also danke für Aufmerksamkeit, Daumen nach oben und Kommentar. Nicht vergessen, wenn es dir gefallen wurde, dann seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde wirklich hinein. Das nächste Part von Let's Play Sonic Frontiers für Steam. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen! You're not around.